Ja, einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Borussia Dortmund. Ich begrüße die beiden Trainer Edin Terzic und Timo Schulz. Unsere Gäste haben wie immer das erste Wort zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Wir sind natürlich sehr zufrieden heute mit dem Ergebnis. Wir sind auch zufrieden, dass wir eine Leistungssteigerung zeigen konnten im Vergleich zur letzten Woche. Und es war ein weiterer wichtiger Schritt für uns. Und trotzdem wissen wir, dass der Weg noch lang ist. Es ist schön, dass wir 4 Tore erzielen konnten. Genauso wichtig ist es, dass wir wieder die Null verteidigen konnten. Da sind wir auf einem guten Weg. Und trotzdem werden wir jetzt die kommenden Wochen weiterhin nutzen, um uns da zu stabilisieren. Und die nächste Aufgabe wartet dann nächste Woche Sonntag auf uns. Ich drücke dir, Timo, und dem 1. FC Köln beide Daumen, dass sie die schwere Phase, die sie jetzt gerade haben, schnell wieder auf ihre Seite kippen können. Und ich glaube halt einfach, dass ihr in die Bundesliga gehört. Und deshalb drücke ich euch da wirklich die Daumen, dass ihr das am Ende auch schafft. Vielen Dank. Dankeschön, Edin Terzic. Timo, gerne deine Einschätzung zum Spiel. Ja, Glückwunsch erstmal zum Sieg. Danke auch für die Wünsche. Letztendlich für mich natürlich ein verdienter Sieg für Dortmund. Waren uns vor allem in der Kernkompetenz, Effizienz, Fußball ist ein Ergebnissport, brutal überlegen. Ansonsten kann ich sogar auch ein paar positive Aspekte rausziehen. Ich denke, gerade erste Halbzeit haben wir viele gute Sachen gemacht. Ja, stellen uns aber dann in den entscheidenden Situationen einfach zu naiv an. Da müssen wir lernen, noch brutaler das eigene Tor zu verteidigen. Und das haben wir heute nicht geschafft und dementsprechend dann das Ergebnis mit 0-4 an der Anzeigetafel. Dankeschön, Timo. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Gerne hier vorne in der zweiten Reihe. Herr Jakob Christensen hat heute das Bundesliga-Debüt gemacht vom 1. FC Köln. Der hat ja bis jetzt keine Rolle gespielt. Spielt er jetzt in Ihren Planungen für die Rückrunde eine größere Rolle? Jakob ist ein toller Fußballer, der uns, glaube ich, auf der 6 mit seinen strategischen Fähigkeiten einiges geben kann. Er hat ein bisschen gebraucht. Habe auch mit dem Trainerteam länger über ihn gesprochen, war am Anfang vielleicht auch körperlich nicht ganz auf der Höhe, hatte dann eine längere Verletzung, hat aber diese Verletzungsphase sehr, sehr gut genutzt, um sich ja, da voranzubringen und macht im Training einen sehr guten Eindruck und ist definitiv eine gute Alternative für uns, ja. Jim Decker für den Kicker. Hallo Herr Schulz, eine Frage, was die Stürmer anbetrifft. Sie hatten ja Florian Dietz nicht im Kader, Steffen Tigges ist die komplette Zeit auf der Bank geblieben. Trotzdem hat es, glaube ich, 17 Flanken gegeben, je nach Zählweise. Vielleicht mögen Sie mal erklären, wie das vorne gedacht war mit Jan Thielmann in der Spitze und was aus Ihrer Sicht gut und was nicht so gut funktioniert hat. Ja, gut war, dass wir fast 20 Torschüsse haben. Schlecht war, dass wir deutlich mehr hätten haben können, wenn wir im letzten Drittel ein bisschen mehr Ruhe gehabt hätten. Schlecht war auch, dass wir keins geschossen haben. Aber grundsätzlich bin ich eigentlich mit der Flexibilität, die Jungs da vorne an den Tag gelegt haben, die Intensität, auch in der ersten Linie Balleroberung zu haben, sehr zufrieden. Hier vorne in der zweiten Reihe. Ja, eine Frage an Edin Terzic. Im Schatten von Jadon Sancho, der die Schlagzeilen ziemlich beherrscht bei euch, hat Ian Maaßen heute wieder, wie ich finde, ein sehr gutes Spiel gemacht. Wie kommt es, dass er sich so schnell integriert hat, dass er auch schon so prägende Momente haben kann, wie bei der Balleroberung vor dem dritten Tor von euch? Wie ging das so schnell bei ihm? Kannst du das vielleicht ein bisschen ausführen? Als allererstes ist es ja schon mal wichtig, egal welche Schlagzeilen und welchen Schatten es gibt, jeder bei uns ist herzlich eingeladen, gute Leistung zu bringen. Und ich finde, beide haben heute ein tolles Spiel gezeigt. Bei Ian hat er heute eine etwas andere Rolle, weil wir wissen um seine Ballsicherheit, um seine technischen Fähigkeiten in engen Räumen. Deshalb haben wir ihn im Spielaufbau häufig ins Zentrum gezogen und ihn da auf der Doppel-6 gehabt. Was ihn so außergewöhnlich macht, ist, dass er trotz fehlenden Rhythmuses, wenig Spielminuten in der Hinrunde, jetzt die dritte Leihe in seiner jungen Karriere, das erste Mal halt auch ein bisschen weiter weg, hat er einfach ein Selbstbewusstsein, ein Selbstvertrauen und eine Spielfreude, die uns gut tut. Der Assist ist herausragend, aber ich weiß gar nicht, ob so direkt in dieser Szene hatte er vorher einen Ballverlust. Und es gab trotzdem auch in seinem Spiel, obwohl er ein tolles Spiel gemacht hat, gab es 2-3 Momente, die nicht so gut waren, wo er die Bälle
verloren hatte. Und darum geht es aber nicht. Es geht einfach darum, man darf Bälle verlieren, aber man darf sein Spiel nicht verlieren. Und das ist das, was ihn heute ausgezeichnet hat, dass er trotz manchen Dingen, die vielleicht nicht so top funktioniert haben, seine Positionsdisziplin, seine Art und Weise, wie er den Ball haben wollte, unsere gemeinsame Spielidee nicht verlassen hat. Und deshalb hat er heute, wie viele andere auf dem Platz, ein tolles Spiel gezeigt. Hier hinten in der vorletzten Reihe gibt es noch eine Frage. Ja, hallo Edin, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Niklas Füllkrug hat heute einen Elfmeter geschossen. Ihr habt in Person von Emre Can und Marco Reus auch zwei weitere ja, sehr sichere Elfmeterschützen. Gibt es da eine Reihenfolge bei euch oder ist das tagesformabhängig? Und vielleicht noch eine zweite Nachfrage zu Henry Blank, der heute sein Bundesliga-Debüt gegeben hat und ich finde, einen guten Job gemacht hat da in der Innenverteidigung. Danke. Ja, zum ersten Teil der Frage. Ja, wir haben einen klaren Ablauf, wer bei uns die Elfmeter schießt. Und heute haben Marco und Emre nicht auf dem Platz gestanden, aber Fülle war auf dem Platz, Marcel Sabitzer war auf dem Platz, Jadon Sancho war auf dem Platz. Die haben alle in der Vergangenheit sehr viele Elfmeter für ihre Vereine oder beispielsweise Marcel Sabitzer ist, glaube ich, auch der Nummer 1 Schütze in der österreichischen Nationalmannschaft. Und da haben wir viele gute Jungs auf dem Platz. Trotzdem haben wir da einen klaren Ablauf. Da haben wir auch ein bisschen aus der Vergangenheit lernen wollen. Du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus möchte. Und zum zweiten Teil, das ist eine wunderbare Geschichte mit Henry Blank heute, der sein Bundesliga-Debüt geben durfte. Das freut uns extrem, weil Henry ist ein Junge, der aus zwei Gründen bei uns ist, weil er gut ist und weil er es sich verdient hat. Und das hat er heute außergewöhnlich gut gemacht. Ist ein ganz junger Kerl, ganz fleißiger Junge, der in seinem Leben schon sehr häufig so ein bisschen mitbekommen hat, ja, es könnte sein, dass es für ganz oben nicht reichen wird. Und ich glaube, heute hat er gezeigt, dass er zur Bundesliga gehören kann. Und hoffentlich ist das ein Kickstart für ganz viele weitere gute Spiele von ihm. Holger Schmidt für die dpa. Ja, auch eine Frage an Herrn Terzic. Sie haben am Anfang gesagt, die vier Tore sind wichtig, aber das zu Null ist genauso wichtig. Wie wertvoll ist es, vor allem wenn man bedenkt, dass Mats Hummels ausgefallen ist, Emre Can und zur Pause auch noch Niklas Süle? Ja, weil wir als Mannschaft, als Team unser Tor verteidigen wollen. Wir wollen als Team gemeinsam jubeln, wenn wir ein Tor erzielt haben. Wir wollen alles reinwerfen, um das eigene Tor zu verteidigen. Es gab gestern beispielsweise im Training ein herausragendes Fallrückzieher-Tor von Donny Mahlen und trotzdem hat seine Mannschaft dann 3-1 verloren und sein Tor hat keine Wertung, keine Gewichtung gehabt. Und bei all der Qualität, die wir nach vorne haben, das, was wir immer wieder gezeigt haben, geht es darum, die Wertigkeit der eigenen Tore auch zu beschützen, indem man sein eigenes Tor beschützt. Und das haben wir heute und letzte Woche gut gemacht. Und auch da wissen wir, dass wir das beispielsweise am Anfang der Hinrunde auch gut hinbekommen haben. Aber es geht darum, das konstant ohne Schwankungen in allen Wettbewerben an jedem Spieltag zu zeigen.